Hallo und herzlich willkommen. Heute besuchen wir den magischen und geheimnisvollen Harz, die Heimat von Hexen und Waldgeistern. Der Harz und das Harzvorland bieten eine Unzahl an Freizeitmöglichkeiten. Neben sehr schönen Wanderstrecken gibt es auch unzählige kulturelle Höhepunkte zu besichtigen. Auf geht's! Ein Besuch des Brockens gehört zu jeder Harztour. Er ist der höchste Gipfel des Harzes und wacht wie ein Wächter über das gesamte Mittelgebirge. Der Brocken kann mit der Harzquerbahn, einer historischen Dampfeisenbahn, besucht werden oder es gibt landschaftlich sehr reizvolle Wanderwege zum Gipfel. Wer Quedlinburg im nördlichen Harzvorland besucht, taucht ein in die bunte Welt des Mittelalters mit seinen Fachwerkhäusern, engen Gassen, Burgen, Schlössern, Königen, Kaisern und Rittern. Die Stadt ist UNESCO-Welterbestadt und hier kann man das Mittelalter unmittelbar erleben. Die Stiftskirche Gernrode ist eines der bedeutendsten Bauwerke aus ottonischer Zeit in Deutschland. Sie wurde um das Jahr 1000 errichtet, im Baustil der Romanik. Die Romanik ist gekennzeichnet durch Rundbögen, eine gedrungene Bauweise und kleine Fensteröffnungen. Stifter war der legendäre Markgraf Gero.
Die Hängebrücke Titan RT hat eine Länge von ca. 480 Metern. Sie läuft parallel zur Staumauer der Rapodetalsperre im Harz. In etwa 100 Metern Höhe kann man sich frei wie ein Vogel fühlen. Weiterhin sind Bungee-Jumping und andere Extremsportarten möglich. Der Bodetal-Wanderweg zwischen Treseburg und Thale bietet das Erlebnis eines ungezähmten Gebirgsflusses mit seinen Stromschnellen und Wasserfällen. In seinen Tiefen haust der Riese Bodo, verwandelt als schwarzer Hund für die Missetaten, die er zu Lebzeiten begangen hat. Vom Riesen Bodo hat die Bode auch ihren Namen. Nordhausen am Harz blickt auf eine rund 1000-jährige Geschichte zurück und ist bekannt für seine Nordhäuser Doppelkorn und andere geistige Getränke. Die Stadt ist über die Bundesautobahn A38 hervorragend zu erreichen und bietet sich an als Ausgangspunkt für Trips in den Harz. Es gibt hier viele Shoppingmöglichkeiten und auch viele kulturelle Möglichkeiten wie das Stadttheater. Die kleine, sanierte Altstadt sollte unbedingt besichtigt werden. Thank you.
Das Questenfest in Questenberg ist ein uralter Brauch im Südharz. An jedem Pfingstmontag wird die alte Queste in aller Herrgottsfrühe abgenommen, verbrannt und eine neue Queste aus frischem Grün am Nachmittag wieder hochgezogen. Die Ursprünge dieses sehr alten Brauches liegen in grauer Vorzeit. Die Sandhöhlen im Heers sind ein Naturwunder bei Blankenburg-Harz. Auf einer Waldlichtung befindet sich hier eine Stelle mit sehr feinkörnigem Sand sowie einige markante Sandhöhlen, welche auch schon als Filmkulisse gedient haben. Früher soll sich hier ein germanischer Thingplatz befunden haben. Die Burg Falkenstein ist eine hochmittelalterliche Höhenburg im Harz. Sie wurde um 1100 errichtet und hat sich den Charakter einer mittelalterlichen Ritterburg erhalten. Ein Leckerbissen für alle Freunde des Rittertums. Osterwiek liegt im nördlichen Harzvorland und gehört zu den schönsten Fachwerkstätten Deutschlands. Osterwiek hat sich seinen mittelalterlichen geschlossenen Fachwerkkern vollständig erhalten und ist ein Muss für alle Fachwerkfreunde.
Die Harzquerbahn ist eine historische Dampfeisenbahn und durchquert den Harz in Süd-Nord-Richtung. Eine Reise mit den qualmenden alten Dampfloks ist immer ein besonderes Erlebnis. Der Süße See liegt am Ostharz bei der Lutherstadt Eisleben. Hier kann Wassersport aller Art ausgeübt werden. Weiterhin gibt es ein interessantes kleines Weinbaugebiet. Die Lutherstadt Eisleben liegt im östlichen Harzvorland. Sie ist Geburts- und Sterbeort des berühmten Reformators Martin Luther, welcher mit seinen Thesen die Reformation einleitete. Sein Leben wird in mehreren Museen hier umfassend dokumentiert. Thank you.
Stolberg-Harz ist eine historische Europastadt und befindet sich im Südharz. Die Stadt liegt sehr lieblich in einem Tal. Hoch über Stolberg befindet sich das imposante Schloss Stolberg. Markenzeichen von Stolberg sind die vielen Fachwerkhäuser im Renaissance-Stil. Sangerhausen liegt am Südharz und wurde um das Jahr 800 erstmalig urkundlich erwähnt. Die Stadt ist eine alte Bergbaustadt. Berühmt ist Sangerhausen für das Rosarium, das Spengler-Museum und die vielen historischen Bauten in der Innenstadt. Die Händelstadt Halle-Saale liegt im östlichen Harzvorland und ist von dort aus sehr gut zu erreichen. Sie ist ein Paradies für Freunde des Shoppings wie auch der Kultur. Bedeutung erlangte Halle-Saale im Mittelalter durch das Sieden von Salz, welches damals mit Gold aufgewogen wurde. Thank you.
Die Höhlenwohnungen in Langenstein bei Halberstadt entstanden im 18. und 19. Jahrhundert. Sie wurden von den Bewohnern in den Sandstein geschlagen. Eine wirklich einmalige Sehenswürdigkeit. Heute sind die Höhlen liebevoll restauriert und laden zu einer Besichtigung ein. Der periodische See im Südharz ist eine sogenannte Bachschwinde, welche typisch für Karstgebiete ist. In einer Senke sammelt sich Wasser, welches das darunterliegende Gestein, Geröll und Schlamm dann mit der Zeit auflöst. Der See verschwindet wieder. Der periodische See kann mehrere Jahre trocken liegen und auch wieder mehrere Jahre mit Wasser gefüllt sein. Ein wirkliches Naturwunder. Der Salzer Spring am Südharz bei Nordhausen ist eine Karstquelle und Thüringens ergiebigste Quelle. Selbst in sehr heißen Sommern wie 2018 liefert die Quelle ergiebig Wasser für das Flüsschen Salzer.
Das Kloster Drübeck am Nordharz ist ein ehemaliges Benediktinerkloster und wurde um das Jahr 900 erstmalig urkundlich erwähnt. Besonders imposant ist die erhaltene Klosterkirche im romanischen Baustil. Das Schaubergwerk Lange Wand in Ilfeld am Südharz ist ein ehemaliges Kupferschieferbergwerk. Hier kann man hautnah erleben, unter welch schwierigen Bedingungen die Bergknappen in früheren Jahrhunderten dem Berg seine Schätze entreißen mussten. Der Baumwipfelfahrt Harz liegt am Nordharz bei Bad Harzburg. Hier hat man die Gelegenheit, durch die Baumkronen zu spazieren und diesen besonderen Lebensraum aus eigener Ansicht kennenzulernen.
Damit endet unser Ausflug in den magischen und geschichtsreichen Harz und das spannende Harzvorland. Ein Mittelgebirge, welches zu jeder Jahreszeit seinen besonderen Reiz hat. Wenn Ihnen der Clip gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier noch viele weitere Clips über historische Orte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.